Lass mich raten jetzt, ich. Ja, genau. Achso, war auf Wagen will. Ach, hatte Pete schon, oder? Ja. Nee, warte. Weil ist Pete fast mitgefahren, ansonsten wäre Pete nämlich vorher Stevie. Stimmt, ja. Können wir auch nächstes Mal umdrehen. Ja, passt schon. Okay. Ich bin also so letztes. Ist sowieso also, ein 8-Runden-Rennen, da ist ja, relativ schauen. Egal. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Kirsche vorne sein wird. Das wird er nämlich eh, also wähle ich aus. Welches Auto wo drauf hier muss. Ja, aber ist ja schon immer ziemlich knapp bei euch. Ja, aber ich habe die Auswertung nicht gemacht, also ja, muss ich damit leben. Scheiße, die Motorsounds sind zu laut. Oh, was war denn das für eine Invisible Wall? Hab ich noch nie gegen gefahren. Scheiße. Hä? Die hat Goof eingebaut. Am Ausgang vom Tunnel einfach Okay. Kommt von Goof. Der war nie da. Jetzt hast du eine Ideallinie ist einfach zu heftig, Kirche. So ideal war, weiß ich nicht, aber. Na, sonst wärst du nicht gegen die Invisible Wall, oder? Naja, aber das würde ja heißen, dass ich sonst nie ideal hier gefahren bin, weil sonst wäre ich halt auch lang gefahren. Ob das so ideal ist? Deswegen wahrscheinlich war die Linie nicht ideal, deswegen bin ich zum ersten Mal da lang. Aber ich habe ja 8 Runden. Oh. Ja, also mich holst du bestimmt ein. Ich habe noch gar nicht drauf geachtet, tatsächlich 8 Runden. Ich denke, sich auch, dass jetzt jedes gerne 8 Runden. Weil der wird den Plan ja auch noch nicht gesehen haben. Der ist halt nicht mal auf der Karte zu sehen. Ah, da ist einer. Also ich würde jetzt nicht wetten wollen, ob du für 50 Euro, ob du uns noch einen holst, weil ich bin mir garantiert sicher, dass du uns noch einen holst. Ja, ich sag mal, alle außer Demon sollte doch klappen bei 8 Runden. Ja. Obwohl, ach, man weiß, mal sehen. Bei mir wirkt sich so aus, als hätte ich überhaupt ein kleines Handicap drin, aber egal. Man kann alles im gleichen Gang fahren. Vierter, ne? Alles Dritter wäre blöd. Alles ja. Vierter. Aber echt durchweg. Weil ich eben den Eindruck hatte, dass bei 258 der vierte Gang geändert hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Ach, scheiße. Oh je. Die Strecke ist zu einfach, um wieder ranzukommen. Du bist jetzt bestimmt schon hinter mir, oder? Nee, ich hab gerade erst Stevie überholt. Ja, der hat mich gerade auf den Platz gepackt, wo ich hingehöre. Na. Ja, krass, okay. Ich dachte fast, ich hätte Goof, aber es war nur Leck. Alter, Karre, ey! Ja, also die Strecke fahre ich, glaube ich, ganz gerne. Boah, die ist nicht so. Die war echt schmerzhaft.
Die ist nicht so schwer wie dieses Tropical oder wie das heißt. Tropischer Sonnenuntergang. Ja, exakt. Diese Mischung aus Küste, Urwald und so eine Stadt wie Sydney. Tropical Parklands, oder? Ist es nicht die? Heißt sie nicht Parklands? Ja, genauso wie auch Coastal Sunset, ja? Das war voll Tropical war das, oder? Oh Gott, ja, weißt du, da blicke ich ja, einfach ja, nicht genau, durch Coastal bei den Winds. Strecken. Coastal Winds. Ja, genau. Scheiße. Calypso ja. Forest und dieses ganze Zeug da. Ja, welche Strecke heißt Park? Es gibt doch irgendeine Strecke, die Parklands heißt. Ja, Coastal Parklands. Ah, Coastal, ah. Weil da ist so Küste mit Schiffen und Leuchttürmen und so. Deswegen Coastal. Tropical Parklands. Ja, das ist... An Hot Pursuit 2 kenne ich mich nicht gut aus. Ja, war gut. Definitiv. Weißt du, ich kenne die Strecken... Oh, fuck. Alpine Boah, Sky scheiße. Ja, danke das fürs Warten. Das könnte Demon auch mal machen. Scheiße. Na klar. Also ich kenne die Strecken an sich gut, aber die Namen bringe ich immer durcheinander. Ach, ich will immer zu schnell rein in diese verdammte Wege wegführen. Die geht ja leider nicht vor, das ist das Ärgerliche. Wenn du im dritten fahren würdest, konstant die ganze Strecke, würde die in Vollgas gehen. Ja, will ich aber nicht. Ich wollte ja nur deine Alternativen aufzählen. Ja, die sind nicht gut. Er hat keinen Bock, den Gang zu switchen, er will immer im vierten sein. Es könnte auch sein, wenn du konstant im fünften fahren würdest. Ja, deswegen sag ich ja, dann halt im dritten, ne? Er würde fährt halt gerne Automatik. Ich glaube, wenn du konstant im fünften fahren würdest, ist es vielleicht auch Vollgas. Denke ich auch mal, weil das wird dann ja so langsam. Ja. Probier das doch mal aus. Nein. Doch. Du musst dir mal neue Herausforderungen bringen. Echt jetzt? Nicht immer nur so, ja, ich mach einfach. So ein paar Challenges müssen mal einfach mal bei dir sein. Letzte Idee. Nicht in HP2, wo Kirche so gut ist. Man muss auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Ich habe die Invisible Wall Challenge angenommen. Jetzt musst du die nur in 5 Langfahren Challenge annehmen. Genau, er muss immer im höchsten Gang, egal bei welchem Gang fahren. Okay. Und zwar auch schon beim Start. Oh, Scheiße, was ist denn hier los? Ja, da ist eine harte Tunneleinfahrt. Goof hat mich überholt, fuck. Ich kann ja ein Auto im 6. Gang anfahren, also das kriegt er irgendwie hin. Ach, Scheiße. Ich hab irgendwie kurzzeitig einen Punkt auf der Map gesehen. Wie ist das jetzt eigentlich? Ich meine, durch die Invisible Wall habe ich einen konstanten Abstand zu dir. Der Abstand ist der gleiche, egal ob es ein Einrundenrennen oder ein Achtrundenrennen gewesen wäre. Ist es von den Punkten jetzt schmerzhafter oder angenehmer, weil es ein Achtrundenrennen ist? Nee, das Rennen. Also, es wird dann halt eine höhere Punktzahl dastehen, aber wenn der Abstand der gleiche ist, hast du ja auch diese 4 Punkte. Okay, also direkt. Die Zeit ist der Punkteunterschied. Ja. Nicht irgendwie relativ zur Länge des Rennens, sondern einfach nur die Zeit. Okay. Es wird dann halt nur eine höhere Punktzahl da stehen, genau. aber dann eben halt für alle. Ja. Nur wenn es jetzt Dirt Rally oder Nice wäre, wäre ein Ausscheiden natürlich ungünstig in dem Fall. Weil dann schmerzt die hohe Punktzahl natürlich schon, weil die anderen das haben, du dann nicht. Ja, also meine Reifen sind noch super in Schuss gerade. Ich
Meinst du nicht, dass du kurz in der Tanke musst? Sägewerk meinst du? Ja. Sägewerk? Genau, packst du Holz. Kann man euch Holzreifen holen. Aber nur über 90 Grad Winkel. Ich würde natürlich erklären, warum der HSV so fährt, wie er fährt. Holzreifen. Du musst aber dann gucken, dass die auch... Da wurde in der Schreinerei gebaut. Ey, und dann verlieren die irgendwas und dann fährst du das... so mega abgeschliffen sind. Ich wette, Goof wird mega verwirrt sein, dass sein ausgewähltes Auto nicht das ist, was er bekommen hat. Und das, hat er vorher schon mal das gespielt? Nee, hat er noch nie online gespielt. Der wird jetzt bestimmt mega verwirrt sein. Hey, das Auto habe ich doch gar nicht ausgewählt. Und dann, oh, und dann noch dazu, dass die Farbe auch nicht stimmt. Weil der schien ja zumindest mal das Spiel zu kennen, sonst hätte es ja nicht vor Sili gehalten. Ach scheiße, ja, ich habe ihn gerade überholt, by the way. Das müssen wir ihm für das nächste Mal. Also der hat schon Skill. Müssen wir ihm für das nächste Mal auch nochmal geben, unsere Autos haben. Ja, damit er wenigstens die Streckentexturen sind ja irrelevant. Aber Minimum halt die Autofarben, jo. Genau. Weiß ja, das ist schon eine ganz nice Sache. Weil jetzt weiß er ja gar nicht, dass ich ein türkises Auto fahre. Weiß ich auch nicht, weil auf der Karte nicht zu sehen ist. Ich glaube, das wird er nicht überleben. Und du hast ein pinkes Auto. Was hab ich gesehen, Käse? Ich hab ein grünes Auto. Was auch immer du da gesehen hast, ich bin grün. Pink ist Nee, der war auch grün, dann war Goof. Ach, das ist kompliziert. Wir fahren auch alle alleine hier in der Gegend rum gerade. Da muss der Invisible Boy ja noch schmerzhafter gewesen sein, als ich dachte, weil ich dachte, Pink wärst du gewesen. Ich bin aber ein Zweiter inzwischen. Boah, Runde 7 schon. Schon, ja. Da geht ja wie im... Keine Ahnung. Fühlt sich nicht wie 1,38 an. Nein, ich hab nur die Kurve genommen und dreh mich weg. Ich hab nur 1,39, 43. Warum hab ich denn das so eng genommen? Ach Mann. Ja, weil man immer ein Stückchen schneller fahren will. Was hast du, Kirsche? 37,8. Oh, Das Problem ist, ich hab die so eng genommen, dass ich das in die Außenwand genommen hab und mich in die Wand reingedreht habe. Dies ist die letzte Runde. Was meintest du eben, Kirsche? Was? Also, nee. Du hast gefragt, was glaube ich, oder? Ja, was Kirsche für eine, oder ja, was hast du nochmal für eine Rundenzeit? 1,38,43 habe ich. Ah, okay, ja. Ich schaffe sowas nicht, ich habe eine 1,43. Oh. Ist auch nicht schlecht, aber ja, könnte schneller sein. Und ich gebe fast durchgehend Vollgas. Aber gut, mir ist ja schon länger aufgefallen, dass ihr alle irgendwie schneller fahrt als ich. Ja, aber das fährst du mit Lenkrad oder Controller oder? Controller. Hast du so einen Joystick oder wie? Ah, ich weiß nicht, ich glaube Keyboard ist schon ein Nachteil. Auf Wald ist es ein Nachteil, aber nicht 5 Sekunden. Nö, also Controller nicht. Also ja, also 5 Sekunden kriegst du, das heißt, du bist auch deutlich schneller. Aber Controller ist doch analog. Ich meine, es ist ein digitaler Controller. Ja. Ja, aber es kommt darauf an, wie ruhig man das Auto hält. Ja, nee, klar, wenn man mit Controller nicht klarkommt, dann sollte man nicht mit Controller fahren. Aber wenn man damit klarkommt, dann ist man offensichtlich irgendwie diesen kurzen Weg gewöhnt. Ansonsten wäre vielleicht echt Joystick noch eine Alternative dazwischen. Ich hasse Joystick, ich hasse Controller. Ich weiß nicht, eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist einfach wie wenn ich früher Forza gespielt habe auf der Xbox, das war einfach wie wenn du... Aber wenn du mit Tasten gespielt hast, weil du kannst doch niemals noch mal ein bisschen verbessern. So präzise mit so einem Stick rumfahren, das geht doch nicht. Wieso denn nicht? Wie mit einem Lenkrad. Doch. Na klar, du hast noch mehr Weg im Lenkrad. Naja, das macht ja die Präzision. Genau. Aber dafür hast du halt eben auch längere Wege, wenn du schnell von links nach rechts musst. Das ist ein Joystick dann wieder kürzer, ne? Und im Stick ist halt eben so ein Extrem, da hast du sehr kurze Wege und das Joystick ist irgendwie so dazwischen. Ich hatte immer das Problem bei Forza, dass wenn ich nur minimal lenken wollte, so ein bisschen präziser halt, dass es dann... Das ging einfach nicht. Also ich kann es nicht. Und ja, da brauche ich dann nicht ein Lenkrad. Man kann es noch ein bisschen behelfen bei Controller, wenn man die Linearität ein bisschen verschiebt. Dass der erste Weg ein bisschen langsamer ist und der letzte Rest eingelenkt ist. Ich habe fast durchgehend Gas gegeben. Ich fertig besser als 1,43.
Also wenn du feste Automatik. Wenn du willst, kann ich dir das Video angucken und dir sagen, was du anders machen solltest. Nur wenn es dich interessiert. Kirsche, holy moly, 1,37. Holy moly, da komm ich 8 nicht Sekunden. 267 hast du dir hinbekommen. Holy fuck. Jo, was ist denn Ach, was, das hört man, okay. Haben wir jetzt was Neues als Erdtütengeknister? Das war ich. Ja, nicht. Wenn der HP2-Pi dabei ist, dann kann man da mal was hören. Oh, scheiße, sorry, ich habe schon wieder gewählt. War aber richtige richtig Moment, also. Oh, okay. Das passt. Oh, du hast ja auch schon. Was haben wir denn überhaupt? Ach, gleich das Auto. Also auf jeden Fall, heute ist ja alles, alles manuell. Ja, fast alles Klasse 3. Schon wieder der Cobra. Ja, jetzt denkt Scoof bestimmt, dass es Mustang über jetzt ist. Wahrscheinlich kommt gerade OMG, how is this possible? Warum nur eine Karre? Was ist mit euch? Müsst sie ihm jetzt als Zug zu sagen. Ach, scheiße. Wir fahren immer nur Mustang bei HP2. Ja, er mag nur, ist ein Mustang-Fanat, will nur Mustangs fahren. Wie, gibt's denn im Spiel auch andere Autos? Nee. Ja, die Frage oder? Ist, haben wir heute auch wieder den Crown? Weil dann ist der Wille, wie haben wir den Dieter? Ach, das wäre geil. Nee, der ist nicht da. Könnte man das Spiel gleich in Ford Racing umbenennen. Das ist Running Ford. Hot Ford Racing. Sofort. Das ist... The Ford Races, genau. TFR. The Running Fords. Ah, kacke. The Running Ford Races. The Running Fords, das fällt mir jetzt aber auch anders verstehen. Ja, deswegen, The Running Ford Races. TRFR. Ja, das klingt besser. Scheiße, ich muss schon hier vor dir. Du brauchst nochmal so unsichtbare Randquellen. Nein. Doch, die Invisible Wall Challenge hattest du doch gestartet. Ja, diesmal erst in der letzten Runde, um es spannender zu machen. Die brauchst du nochmal, weil du bist vor mir und deswegen. Immer diese Argumente, die einem gerade so einfallen, ey. Doch ein gutes Argument, was hast du da? Ja, um es spannend zu machen, das ist echt gut. Nee, weil Kirsch ist vor mir, deswegen muss er eine Invisible Wall kriegen. Ja, aber jetzt Argument soll er nicht. Ja, jetzt ist noch nicht spannend genug. Stimmt, da hast du recht, weil wenn das jetzt, sparst du die letzte Runde auf. Sonst ist ja die Chance, dass du noch irgendwie da rankommst. Fuck, ich bin gut nachgefahren. Stimmt, allerdings, ja. Bist du aus meiner Abkürzung lang, oder wo seid ihr lang gefahren jetzt? Ja, Groove hat die Ehrenrunde gedreht und ich bin ihm nachgefahren. Aber ist auch ziemlich risky da durch diese Fußgängerzone da. Du hast keine Kollision, wenn du das Ghosting hast. Ja, nee, aber weil es da so eng ist. Ist da nicht eng, also wenn du Tischen ausweichen musst, ist es eng, aber. Ach, durch die fahre ich immer durch. Auch mit. Also auch mit Kollision. Okay. Also, wie soll man den ausweichen? Kannst nicht ausweichen? Doch, nicht klar, an der Wand lang. Ja, okay. Ja, trotzdem mit. Nein. Bleib stehen. Heftig, okay. Du. Wall wide ist minimal. Du berührst die Wand und dann bleib ich frischer stehen. Ha, achso, dann Cheater. Hast du die Stühle mit oder was? Nein. Danach musst du auf die andere Seite wechseln. Und ein Wall wide ist harmloser als Tische mit dem, sagst du, ja? Ja. Ja, also du schepperst da nicht in die Wand rein, du bist ja da nur ganz sanft halt eben, also im Idealfall kommst du da vorbei, ohne die Wand zu berühren, aber ich berühre lieber absichtlich die Wand und dafür hast du halt eben definitiv dich schon Ruhe gelassen. Die Tische können erstaunlich hart sein. Ja, Spiel. Da kannst du dich halt drehen. Ja, das sagen sie alle und dann fangen sie an Underground zu spielen. Du meinst Need for Speed Wallride? Ja, Need for Speed Wallride. Wallride Simulator. Ja, musst du machen, das zu üben. Wie hab ich denn diese Kurve bitte gefahren? Besonders gut oder besonders schlecht? Das war ziemlich grauenhaft. Tief traurig, um ehrlich zu sein. Alter, ist Goof gut. Ob
optimal, habe dir eine Challenge mitgesagt. Mhm. Ja. Also normal ist es so, dass die nur offline spielen, eigentlich eher langsamer sind, weil man relativ einfach... Achso, ich hatte mit den AIs gespielt, ne? Weil die AIs zu besiegen ist relativ entspannt. Dann denkt man, ja ich bin der Beste. Dann gehst du online und merkst, oh nein, doch nicht. Er hat ja zumindest mit dem AI-Team ein bisschen würziger gemacht. Das war ganz schlimm bei mir damals. Bei High Stakes. Ich wusste nicht mal, dass es ein AI-Team mal gibt. Ja, es ist halt bequemer, als die INI direkt zu modifizieren. In dem Fall ist das bequemer. Ja. So langsam muss ich anfangen, mir Gedanken zu machen. Wo gibt's denn hier eigentlich Invisible Walls? Na, ne, die Invisible Wall Challenge, ne? Ja, die solltest du bald mal erfüllen. Gibt's hier überhaupt welche? Sonst bist du disqualifiziert. Ja, du wärst keine, gibt es fair. Der Blaue ist da gerade ziemlich schräg abgesprungen. Der Blaue, der mit dem Grünen zusammen da rumgeknüpft ist. Du gerade genau unten drunter lang gefahren, als ihr oben lang gesprungen seid. Sah ganz witzig aus. Da ist der Blaue getroffen und der Grüne Klimakleber. Ah, das waren wir, ja. Goof hat's. Hat ist ein bisschen. Also so ein bisschen so ein Bug, also Glitch-Jump. Glitch-Jump? Ja. Ja, der, dem sein Heck ist nach oben und seine Front ist nach unten. Oh so. Ja, das könnte passieren, ja. Und dadurch hat er echt Speed verloren, aber... Dadurch, dass ich jetzt geschwätzt habe, habe ich schon wieder... Konzentration. Wie, durch Schwätzen kriegst du Konzentration? Ja, dann schwätze immer. Nee, tu's nicht. Tu's nicht, genau. Das ist eine Taktik. Das ist deine letzte Runde. Weiß ganz genau, was du vorhast. Ich sollte echt nicht reden, wenn ich Hopp-Pässe 2 spiele. Weißt du, in High Stakes ist das kein Problem, aber hier... Muscle Memory. Ja, das ist echt das Stichwort. Obwohl, ich habe heute irgendwie mein Lenkrad repariert, ich weiß nicht wie, ich glaube, das ist einfach random. Zumindest nachdem ich meinen Bildschirm angeschlossen hatte, den neuen, da ging das Lenkrad nicht mehr richtig. Sprich, es hat dieses, Das ist ja schon heftig. Naja, ich hatte bisher das Lenkrad immer in dem USB des alten Bildschirms reingesteckt und das habe ich nicht mehr gemacht. Also anderer USB-Port war vielleicht der einzige Unterschied dann, keine Ahnung. Zumindest hatte ich das immer das Problem, dass es irgendwann mal auftauchte, dass das Lenkrad sich nicht mehr auf schwerlos also stellen kann. Also im Sinne von... Ein USB-Port im Bildschirm, der dann in das Motherboard geht? Nein, das ist ein Hub, einfach ein Hub in dem Bildschirm. Ach so, ja, ich weiß nicht, was ein Hub ist. Ein USB-Hub. Ja, aber das geht ja dann zum Mainboard, sonst, also... Es geht vom USB-Hub aus dem Bildschirm, geht halt ein Kabel zum PC und dann zwei Kabel, wo man was anderes reinstecken kann. Ja, das ist für mich gerade wie eine neue Welt so, weil ich wusste das nicht, dass es... Aber ja, natürlich gibt's das. Ja, macht schon Sinn, da kannst du das zu oder was auch mal anstecken oder einen USB-Stick. Ja. Du hast ja immer griffbereit im Bildschirm, du bist ja meist in der Nähe vom Bildschirm. Ja, ich glaube, meine hat das gar nicht. Nö, der Neue hat eben auch nicht, beziehungsweise er hat auch einen, aber der ist irgendwie auf der Rückseite, da kommst du nicht dran als normaler Mensch, also nicht um mal eben was anzustecken, wenn du irgendwas dauerhafter drin haben willst, dann ist es okay. Zumindest danach war das Lenkrad immer schwergängig und dann habe ich mit dem Profiler rumgespielt und es ging nicht und alles war scheiße und Schwergängig? Ja, genau, also der Motor ist halt eben dann, der lässt sich halt nicht ausschalten, der ist halt die ganze Zeit an und hält dagegen. Ah, das ist natürlich scheiße. Das Problem bei dem KB2 immer, das war irgendwie, keine Ahnung. Und heute auf einmal mitten beim Rumprobieren mit der Grafikkarte, auf einmal zack, wird mitten beim Rennstart das Lenkrad wieder leichtgängig. Ich war überhaupt nicht klar, weil ich halt eben seit 2 Wochen immer gegen das Lenkrad kämpfen musste. Was? Das ist halt eben so ein Randomness drin. Und seitdem habe ich dann auch sicherheitshalber HP2 nicht mehr zugemacht. Aber ich schätze, dass es jetzt wieder okay sein wird. Wie, du hast nicht zugemacht? Ja, es war ja heute. Seitdem ich es ging, habe ich es offen gelassen. Also bis jetzt, sicherheitshalber.
Ja, aber du kannst ja nicht wochenlang deinen PC anhören. Nein, ich gehe davon aus, dass es jetzt wieder geht. Ich wollte es jetzt halt eben nicht HP2 für immer okay. Auf die Kiste. Genau. Kann die anderen Spiele erst Lenkrad nie wieder abbauen. Ich brauche einen anderen Rechner für normale Arbeit. Das ist der HP2-Rechner. Tut mir leider leid, aber ich kann jetzt bei anderen Rennspielen nicht mehr mitmachen. Ich muss jetzt die ganze Zeit HP2 offen haben. Dann, Tut mir leid. Lustig, dass du sagst. Ich habe letztens HiSex im Hintergrund offen gehabt, als wir irgendwas gespielt haben. Ich weiß nicht mehr, was es war. Alter, wie bist du eine 204 gefahren? Oh, das Rennen hat sich gelohnt. Das Rennen hat sich richtig gelohnt. 204? Was bin ich denn gefahren? Keine Ahnung. Was für Scheiße. Was meint er mit two of your cars faster? Was? Hat er was geschrieben? Ich hab grad nicht gelesen. Wird er da nicht vom Server geworfen? Why two of your cars faster? Why am I so slow in online? Er ist nicht langsam in online, wir sind nur schneller. Ja. Hat er jetzt eigentlich? Nee, hat er noch nicht. Oh, der 360 Spiele. Irgendwas sollten wir da antworten. Sag mal, der macht das gut für Online-Rennen. Ah, ich wünschte, ich könnte antworten, aber wenn ich rausgehe, dann bin ich vom Server. Jetzt komme ich, ne, oder? Ja. First race is no make sense. Ist auch kein Satz. Das no make sense. Okay, aber er hätte zumindest ein Auto ausgewählt. Ist schon mal gut. Es wird noch einer, der noch eine Karre auswählen muss. Schon erledigt. Ah, verdammt. Hier gibt's wieder Invisible Walls. Ich glaube, die Strecke vorher gab es einfach wirklich keine. Goof denkt sich jetzt so, hab ich nicht eine andere Karre ausgewählt? Ja, ich frag mich, wann das mal kommt. Vielleicht kennt er das schon vom Lesen vom Retro Racing Point. Oh Mann. Da hat der Netcode angeblich kurz gesagt, dass da angeblich kurz jemand gegen die Wand gefahren ist. Mhm. Und dann doch nicht. Ich bin da auch fett auf Fahrräder rum. So, und hier ist eine potenzielle Invisible Wall. Ja, die musst du dir nehmen. Ja, die Frage ist halt wann. In jeder Runde, ja, natürlich. Wenn super, du die danke. Ideallinie nimmst. Ja, du, ja, musst, das noch von letzt, gut, du ja. musst das noch von letzter Strecke machen. Also mindestens kompensieren. Zweimal. Ja, verstehe. Mindestens zweimal. Der hätte einfach eine 3 Sekunden schnellere Rundenzeit als ich auf der vorigen Strecke. Was ist denn da los, ey? Ah, scheiße. Aber oh, scheiße. Du musst dich jetzt umbenennen in Außenlang, Pete. Ja, aber sowas von. Dennis, die Rundenzeit geht doch gar nicht. Der hat doch seine Challenge nicht durchgezogen. Ja. Doch, weil da gab's, glaube ich, keine Invisible Wall. So gesehen war das okay. Also hier könnte es jetzt sein, dass ich, wahrscheinlich bei meinem Glück nehme ich eine, wir werden sehen. Das hatte ich bei Coast to Parklands auch mal gedacht. Meinst du Topical Parklands? ich hab gewusst, das wird ein Running Gag. Das wird ein Running Gag, ich weiß es. Das Spiel umprogrammieren, dass dann nicht mehr Coastal Parklands oder Topical Sunset steht, sondern halt Topical Parklands. Das ist der Preis, wenn man ein Spiel nicht gut genug kennt. Hier gibt es Palmen. Das ja, wäre doch auch mal was. Tropical Parklands. Das ist doch... Ja, gut. Ach, keine Ahnung, was Parklands sein könnte. Ein Wald. Ach, scheiße, stimmt, ja. Naja, an sich erstmal nur ein Park. Könnte auch ein Spielepark sein. Könnte auch ein Parkplatz sein. Parkplatz. Ein Land, was nur aus einem einzigen riesigen Parkplatz besteht. So ein Parkplatz in einer Stadt wie Sydney, so. Parklands. Oh, den Track liebe ich. Das ist ein richtiger Blues. In dem Level war ich, glaube ich, noch nicht von dem Soundtrack. Das kommt in Doom 2. Oh ja, da war ich. Da war ich noch nicht, ne. Spielst du Doom 1 oder was? Ja.
Ja, ja, Tomete hat mir so ein, die Ultimate Doom geschickt, so ein Port irgendwie, der ja, auf GZ allen... Halt. Ja, ja, genau, GZ Doom, stimmt. Kann man auch in VR spielen, wenn man das hat. Doom 1 kannst du auf allem spielen. Ach auf echt? Auf meinem Videorekorder ist Doom drauf. Was? Er war ja Open Source, also nicht Open Source, aber zumindest war der Quellcode verfügbar. Vom GZ Doom, ne? Oder? Nein, nein, vom Original Doom. Ah. Oh, es gibt auch eine Excel-Sheet, die Doom rendert. Also Doom 1 wiederum. Ich weiß gar nicht, was eine Excel-Sheet ist. Ah! Excel, das doch, stimmt, das habe ich mal gesehen. Ja, stimmt, ja. Habe ich mal gesehen, heftig. Doom 1 ist auf alles portiert. Ist halt eben auch relativ genügsam, was die Anforderung ist. Also aus Sicht von heutiger Hardware zumindest. Genügsam. Naja, braucht halt irgendwie keine krassen... okay, ja. Ja, das GZ-Doom brauchst schon ein bisschen mehr, aber ja gut, das ist ja dann... Ja, sieht halt eben auch ein bisschen anders aus. Besser halt. Ja, das sieht echt gut aus. Ja, was benutzt du für einen Renderer? Der Hardware natürlich. Also du kannst mehrere Render auswählen, aber Tomete wird den Hardware-Renderer eingestellt haben, gehe ich mal hoffentlich von aus. Ja, was heißt Hardware-Renderer? Also halt, was die Grafikkarte kann oder wie? Naja, du kannst wählen zwischen... OpenGL kannst du Vulkan und Software. Ist Vulkan nicht auch in OpenGL, nur halt irgendwie anders implementiert oder sowas? Ja, das trifft's, glaube ich. Vulkan ist ein... Ja, es ist nicht... Was hattest du bei mir eingestellt gehabt, bevor ich es jetzt nicht mehr hatte? OpenGL, das ist auch in Ordnung. Soll wohl richtig gut sein, ne? Nur für UT ist es halt, glaube ich, scheiße. Ja, normalerweise ist Vulkan besser, aber bei Doom bringt es dir eigentlich keinen Vorteil. Was mir mein Bruder dann später gesagt hat, ist, dass man im Original nicht springen konnte und irgend noch was. Ja, ja. Achso, in Ultimate kannst du springen, oder was? Ja. Dann hat Tomate das nicht ausgestellt. Ja. Das ist scheiße. Ja, kann ich ja machen. Dann hast du gecheatet. Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Aber egal. Man kann ja. Oh Mann. Lass mich gerade, er kann bestimmt auch nach oben und nach unten schauen, wetten? Ja. Das bringt doch nichts, oder? Weil das Spiel ist ja dafür ausgelegt, dass du es nicht brauchst. Ja, nee, wenn du das kannst, kannst du wirklich nach oben und nach unten schießen. Ja, ist aber cheaten. Ja, wieso? Ja. Normal schießt du einfach geradeaus und die Waffe aimt automatisch nach oben und unten. Ja, richtig. Ja, es hat aber eine maximale Reichweite und außer doch... Oh, okay. Aber das ist dann echt Corner Case, das ist ja so für seltene Fälle. Und es hat auch weitere Nachteile, weil er nimmt sich natürlich immer der Feind, der am dichtesten dran ist. Und das ist nicht unbedingt immer den, den du abschießen willst, wenn du einen Raketenwerfer hast. Okay, also für Experten könnte es einen Unterschied machen, für mal spielen ist es scheißegal. Für den auch. Stell dir vor, du hast einen Gegner, du hast einen Abhang zum Beispiel und da ist ein Gegner unter dir, der für die Rakete noch ausreicht. Dann schießt du aber auf das Vieh statt auf das Vieh, das oben fliegt und dann sprengst du von der Rakete selber. Und kannst das Vieh da oben deswegen, wenn du nicht schießt, um das zu verhindern, auch nicht abschießen mit der Rakete. Ja, das ist richtig, aber der es mal eben spielt, schießt wahrscheinlich sowieso daneben, hätte keinen der beiden getroffen, dann ist es wieder egal. Ja. Aber am besten ist es natürlich immer original zu spielen, finde ich. Ja, da tut diese Ports so einiges vergessen bei dir einzustellen. Ich weiß, dass Dennis bei mir damals sehr viel eingestellt hatte. Sehr ärgerlich. Kein Verlass auf die Tomate. Am besten auf Originalrechnern. Einfach immer in jedem Jahr den Rechner, den es gerade so üblich zu kaufen gibt, kaufen und einlagern. Ja, Mann. Ja, man kann es ja einstellen, hat Tomete halt nur nicht gemacht. Schade, dass wir den Windows 98 nicht mehr haben. Der ging irgendwann einfach nicht mehr an. Ich dachte eigentlich, dass Tomete so kompetent ist und das richtig einstellt, aber... Ja, oder er wollte, dass es halt so ist. Nee, das ist nicht so. Das hat er dann nicht bedacht. Ach, jetzt habe ich die mir wieder deutlich rangelassen, ey, fast abgeflogen in der Selbstmordabkürzung. War zum Glück nur fast. In der zweiten Runde habe ich auch so viel Scheiße gebaut, meine Fresse nochmal. Wie war das mit Außenraum, Pete? Heißt der jetzt so? Ja, das habe ich dann.
Das habe ich dann doch noch, da habe ich dann doch noch die Kurve gekriegt. In den anderen Runden. Weil diesmal hat die Ersatzmutter nicht genommen. Naja. Deswegen habe ich jetzt auch wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das ist deine Antwort dazu. Ich weiß auch nicht, ich weiß es wirklich nicht. Pete oder was? Ach so, ich bin ja Dritter, ich hab gedacht, ich bin hinter Goof. Ja. Was ist Dritter? Ich bin gar nicht mal, so weit weg von... Nein, Spaß, bist du nicht. Ich wollte dich ärgern die ganze Zeit, hast du es nicht gemerkt? Du bist der Letzte. Nein, ja, ich bin im Moment hinter. Ja, gar nicht weiß. So weit weg von Demon, heftig. Aber bist du der Gelbe da? Ja. Wie kann man Pete erstmal schön verwirren, ne? Ja, ey, das du bist schon längst überrundet. Und die Anzeige der technischen Palm City stimmt manchmal nicht. Die ist wirklich manchmal falsch hier. Ah, das ist bestimmt auch derselbe Grund, wieso beim SVT Cobra die Anzeige nicht geht. Die geht. Safe. Geht, musst du Patch kriegen. Ja, ich weiß. Ja, wenn man es repariert, geht alles. Ja, wenn man es moddet. Nein, modden geht ja nicht. Moment. Also, ich bin schon raus. Ja, leider gibt's keine Custom-Strecken. Strecken? Strecks. Es gibt leider keine Custom-Strecken für Need for Speed. Was ist Sache das? Ja. Das ist voll lustig. Ich habe bei mir um die Ecke eine Brauerstraße und jedes Mal, wenn ich Google Maps benutze, sagt die einfach, ja, hier Brauerstraße. Straße? Ja. Da merkt man richtig, dass Google Maps von den Amis ist. Du hast doch viele Programme bei dir auf Englisch eingestellt und das ist kein Wunder. Nee, auf dem Handy meine ich. Das hast du Deutsch dann noch. Ja. Also, okay. Boah. Ja, wahrscheinlich. Ja, Google Maps halt, schon, ja. Weil wenn ich Screenshots von deinem PC sehe, ist immer alles Englisch bei dir. Nee. Oder bei irgendwem war das aber so. Steam, Englisch, alles Englisch. Steam ist bei mir Deutsch. Da war es wohl jemand anders. Ja. Nee, also Windows habe ich auch auf Deutsch. Vielleicht Azuka. Ja, die ist ja eh Englisch. Deswegen sage ich es ja. Gott, was war das denn? Seltsamste Bodenwelle aller Zeiten. Bodenwelle. 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 Die hat mich kurz ausgehabelt. Hey, Bill. Jupp. Ist zufällig das englische Wort für eine Hometown-Straßensperre. Hometown-Straßensperre? Ja, in Hometown gibt's doch, wenn die Polizisten so Straßensperren machen, das sind so Haybells. Okay. Ja, so Streudinger halt. Ja. So Streudinger hört sich jetzt aber nicht nach einer Straßensperre an. Boah, ja, in so einer Hometown da. Die sind erstaunlich hart, die Dinger. Die willst du nicht umfahren. Ja, der lenkt ganz gut, ne? Der das beste Handling. Besser als CLK und F50, Demons Lieblingsauto. Ja, der F50 hat der letzte Runde. Na siehst du, schon hat er was verändert. Ja krass, erinnert mich echt an dieses Add-on-Auto in Most Wanted. Da gab es ja das erste Add-on-Auto war dieser. Auch der 360 Modena und der hat auch extrem krank gelenkt, das weiß ich noch. Ja, der hier hat eher so eine extrem kranke Gangschaltung, aber hier geht's eigentlich. Ha! Letzte Runde und ich bin an dem potenziellen Invisible Wall Ding vorbeigekommen.
Challenge not accepted. Ja, das finde ich aber okay, weil Demon hat ja auch die 5th-Gang-Challenge im letzten Rennen nicht gemacht. Du hast von vorne. Obwohl, der war 3 Sekunden langsamer, vielleicht hat er sie gemacht. Ja, siehst du. Also, los. Ja, fahr nochmal zurück. Fahr nochmal bitte an diese Stelle dran, ja? Ich könnte spontan noch eine Selbstmordabkürzungs-Challenge ändern. Nein, nicht 2 Challenges hier. Das wird ein bisschen zu unübersichtlich. Oh, da bin ich auch sehr vorsichtig durchgegurkt. Ja, dafür danach die Wand berührt, meine halt sonstiges zu tun. Gut, Wandberührt-Challenge war jetzt hier aber nicht. Ja, die wird so auch gewinnen, geil. Das macht keinen Sinn, da haben wir keine Chance gegen dich. Oh, jetzt bin ich hier der Dritte. Wieso ist Goof eigentlich Letzter? Der war doch in dem ersten Rennen so gut, als hat Stevie ihn im Griff. Also streckenabhängig, oder was? Kann sein. Ist aber zum Mitte nicht anders. Der hat jetzt zum Beispiel auch eine Truppe. Ah ja, stimmt, der hat ja auch ein paar, die er hast. Ja, hast du recht. Naja, hier wird er die Wege auch nicht kennen. Weil er kennt ja das PlayStation-Spiel. Ach, ist einer von den PlayStation-Typen jetzt? Ja. So langsam, okay. Der hat zwar die Singleplayer-Modus durchgezockt, aber das wird ja nicht reichen, um die Strecken auswendig zu können und... Okay, ist das der immer die Videos gepostet hat von seinen Singleplayer-Sachen? Ja, ich glaube ja. Aha. Ja, der ist so ein bisschen wie S-Fan FZR. Ah, noch einen halben Dreher. Bezüglich was ist er wie S-Fan? Ja, er postet mal gerne so Videos ja, gut, von offline Tryhards. Ja, aber ich meine, es gibt nicht viele auf dem Server, die das machen. Auf dem Server nicht, das stimmt. Ja, das meine ich. Obwohl, die Ruti postet doch auch. Oh ne, ist immer wieder dabei. Oder ich kopiere die mal. Nee, also wenn er das macht, dann spielt er ganz selten Hot Pursuit und. Nee, nicht Hot Pursuit, aber bei diesen Other Racing Games hat er doch häufig irgendwelche Sachen. Ja, da schaue ich nicht so oft. Ja, genau, ich habe nur gesehen, dass da Videos sind, aber ich habe es da nicht angeklickt, ob der wer dabei ist, oder? Ja, stimmt, der spielt einfach echt alles bis auf Need for Speed. Das ist unglaublich. 6. Also er spielt auch Need for Speed, nur halt nicht UFC 6. Ja, also aber er macht keine Videos davon. Wenn die Zeit jetzt 2 Sekunden schneller war, dann muss ich mich hinterfragen, was habe ich denn in den ersten 4 Runden gerissen? Was haben wir denn? Was habt ihr so? Eine Sekunde, 3:02:16. Boah, 3:40 oder sowas. What the fuck? Du bist... Alter. Was hast du, Dennis? 3:03:46. Ah, okay. Ah, ich hab nur 3:06. Aber das reicht mir ehrlich gesagt. Alter, oh, Stevie ist sogar langsamer in der besten Runde als Goof. Also eine Sekunde nur, aber. Ich muss mal kurz AFK. Als Goofy. Aua. Ah, der muss irgendwo Crash gehabt haben. Wusch. Der Sieger! 3:02:16, holy moly, ey. Das ist crazy. Ja, bestimmt die Selbstmordabkürzung bei dir. Ah, die bin ich eigentlich relativ vorsichtig gefahren. Hab nicht mal die, also ab und zu aus Versehen, aber nicht mal absichtlich die Wand, nochmal schepperst du einfach in die Wand da. Ich hab immer gebremst und runtergeschaltet. Oh no! Ich muss nicht mal fragen, warum du das sagst. Ich hab's auch gerade gesehen. Aber ist ja jetzt alles Sprint. Sprint, 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 Sprint. Und dann nochmal 7 Runden. Die große totale Scheiße. Nee, die große ist die, ach doch, totale da, ja, Scheiße. Ah ja. Ja. Da steht doch das GTS für, oder nicht? Für was denn auch sonst, ja. Ah, ich komme, glaube ich, genau richtig. Hast du dir das gleiche Auto genommen? Warum das denn? Das war aber auch Zufall zu dem Zeitpunkt. Also ich nehme lieber ein Elise. Mit einem Elise macht man nie was falsch.
Freut ihr euch schon darauf, wenn nachher diese komische Corkscrew Corner kommt? Also die so, wo es runter und dann wieder hoch und dann sowas? Wird das auch so bestimmt. Ach nee, das ist ja gar nicht. Welche Strecke ist denn das? Naja, nee, vergiss es. Ich hab die Strecken vergessen. Laguna Seca. Ja, genau. Corkscrew Corner ist tatsächlich Laguna Seca, ja. Aber ich könnte jetzt ums Verrecken nicht klar, sagen, welche Strecke hier. Doch, die kommt nachher. Die kommt hier, ja. Also, und wenn die dann nachher kommt, auf dieser Strecke hier, und wenn Stevie dann abbiegt, deswegen, wie er dann jammern wird, dass das Auto spontan abbiegen wollte. Wenn das passiert genau aber so... Ja, dann müsste es doch jetzt schon gleich passieren, oder? Ja, warte, Geduld. Ja, wir halt, was auch immer. Weil es ist ja ein Sprint hier. Was mache ich denn jetzt? Habe ich mich selber verwirrt. Jetzt fahre ich hier schon jeden Abkürzung die ganze Zeit. Ah, Scheiße. Kommt man jetzt auch. Oh, Scheiße. Achtung, lass die Tische in Ruhe. Ja. Oh Gott, ich bin so ein Trottel. Haben wir beide denselben Fehler gemacht? Nein, mein Fehler war anders. Das Ergebnis war nur dasselbe. Oh, Goof, ey. Wieso tut er immer resetten? Warum nicht? Ja, der crasht einmal gegen die Wand und tut resetten. Das zieht doch Zeit. Ja, ah, geh von der Wand. Ich kleb zu viel an der Wand wieder. Das hier ist, was ich mit Corkscrew Corner meine. Ah, ach so. Ja, das ist gerade. Und gleich fliegt Stevie ab. Komm, Stevie. Ich hab's vorher gesagt, das musst du auch machen. Och, du musst erstmal eine Invisible Wall nehmen. Ja, ich bin gerade schon fast Invisible. Ich hab eine Visible Wall genommen diesmal. Nee, wird die Kurve bestimmt schaffen, weil die ihn gewarnt. Was, Kirsche, du bist ja hinter mir. Was ist denn da los? Ja, Crash Reset, hab ich resettet? Weiß gar nicht mehr, zumindest Crash. Bin aus Dummheit beim Labern zu früh, also noch bevor ja, die Abkürzung überhaupt war, da reingefahren. Dann bin ich die ganze Zeit innen gefahren. Und von dem Innen, da war ich seit 100 Jahren nicht mehr, keine Ahnung. Da hab ich dann den Eingang in die richtige Abkürzung nicht bekommen, weil es dann zu scharf war. Bremst du bergauf? Du bremst. Hast du das nicht gemacht, oder war das? Oh. Ja, ich habe gebremst, weil ich bin, glaube ich, zu früh, oder irgendwas, ich zu früh rein oder zu spät, keine Ahnung. Hat zumindest kaum Unterschied gemacht, weil jetzt kam ich näher, aber ja, Sekunde wurde ich habe das so ein bisschen übernommen von Highstakes, immer so ein bisschen antippen. okay, krass. Ja, das funktioniert hier nicht. Ja. Das funktioniert schon, es verzögert halt nur. Muskelgedächtnis. Ey, aber ist auch schlimm, ey. Ich hab in Highstakes am Anfang, als ich mitgegangen war, mitzuspielen, ey, bei jedem blöden Rutscher, und der rutscht eigentlich die ganze Zeit, habe ich gegengelenkt. Aber das brauchst du halt überhaupt nicht in Highstakes. Dann fängt das einfach ganz alleine wieder ein, ne? Ja, da einfach brutal weiterlenken. In Realität würdest du dich fett umdrehen, aber der fängt das halt vollautomatisch wieder ein. Ja, da gibt's keine Übersteuerung. Ja. Wenn ich kapiert habe, nein, du darfst da nicht gegenlenken. Nicht gegenlenken. Das ist nee. Heftig. Gewichtsverlagerung gibt es bei Highstakes nicht. Na gut, ja. Nach vorne, nach hinten gibt es ja, aber mit dem G-Transfer-Faktor, das war's dann auch. Ja gut, G-Transfer-Faktor macht ja auch, wie weit nach links und rechts geht so. Wenn du G-Transfer-Faktor auf 1 hast, dann ist es schon ziemlich, geht in Richtung Realismus. Also Alter. Du kannst ja nicht mehr so gut lenken. War ich dagegen, ey. Das finde ich fair. Wenigstens ein bisschen mich wieder rankommen lassen, nachdem ich ja völlig unmotiviert die Wand gecrashed habe. Wenn ich die Wand, den Eingang der Abkürzung... Unterschätzt immer noch, wie schlecht der manchmal um die Kurven kommt. Wie, der kommt um die Kurven? Ja, das ist ja das Problem. Deswegen, ja. Dass ihr das merkt in Hot Pursuit 2, ich merke da gar nichts. Alter, das kannst du nicht erzählen. Ich merke nur, dass dass der CLK schneller fährt und besser als um die Kurven kommt als der Elise. Okay. Ja. okay. Und dass der HSV GTS ein bisschen schneller fährt als der Ford Crown Victoria, das merke ich, aber in Sachen Lenkung merke ich da kaum was. Ah. Naja. Jeder kennt so seine eigene Engine.
Eigentlich, warum chattet der eigentlich im Discord? Der kann doch hier im Spiel. Achso, weiß er wahrscheinlich. Ne, er hat auch gesagt, wir sollen Discord lesen. Dann kann er doch hier reinschreiben. Ja, ist aber besser, wenn man Discord macht, weil, wenn der Autoauswahl so Servernachrichten sind, das geht ja so schnell unter hier. Achso. Also ist mir sogar recht, wenn er in Discord schreibt. Okay. Jetzt warte ich deswegen, weil der schreibt ja gerade was in Discord. Ja, mal eben schnell raustappen, ne? Ich kann das, du. Aber nicht jeder, wie es aussieht. Wie, du kannst es? Ich kann das auch. Wie, du kannst es auch? Du musst nur DG Voodoo richtig einstellen. Ah. Ich weiß nicht, aber nicht jetzt aus. Scheiße, das wollte ich. Geile First Musik, Online. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Er scheint es nicht zu mögen. Was hat er geantwortet, der Goofy? Dass er fast dabei ist zu sagen, dass es das schlechteste Need for Speed Online Game ist. Oh. Warum? Weil ihm nur vorgeschrieben wird, was seine Karre erfahren ist? Ja, warum hat er nicht gesagt? Ich denke, weil er so frustriert darüber ist, dass er merkt, dass es halt noch so viele bessere gibt. Nebenbei Memo für mich demnächst, wenn ich HP2 starte, muss ich eine kleine Sache verändern. Ich hab die ganze Zeit ein ganz leichtes Handicap, aber nur ein leichtes. Du hast den Bildschirm auf einfarbig schwarz gestellt und fährst blind. Nein, das Problem ist, und obwohl ich dieses Programm seitdem her nicht mehr gestartet habe, sind die Settings leicht drin. So manchmal lenke ich nämlich leicht nach rechts. Das mache ich auch, weiß, häufig in Rechtskurven. Dennis weiß, was ich meine. Ja, die Stuhlstange. Ja, aber ich habe das Programm seitdem nie wieder geöffnet. Wie kann dann das sein, dass das hinterlegt ist trotzdem? Verstehst du, was ich meine? Ja, manche Sachen dann bleibt auch erhalten und das Input-System. Ja, und deswegen habe ich den leichten, manchmal leichten Rechts-3. Da ja die ganze Zeit. Hast du einen Porsche auch Handicap nach dem ersten Crash? Ja, ein Porsche muss man da aufpassen. Musst du das Lenkrad leicht anders halten. Dann ist es wieder wie geradeaus. Aber ich finde, das merkt man gar nicht so, oder? Es kommt auch an, wie schlimm es ist. Ja, das stimmt, ja. Oder ich hätte einfach in HP2 nicht wie üblich immer kurz die Todeszone im Spiel einstellen müssen. Dann hätte ich vielleicht den 3 nicht. I don't know. Achso, da hast du immer so einen leichten Rechtsdrall. Jetzt gerade, ja. Ey, ich glaube einfach, dass deine Todeszone zu klein ist, oder? Das Problem, nein, das normalerweise habe ich das Problem eigentlich mit dem Linksdrall. Sag mal so, ist es ein Xbox-Controller. Der hat mit Direct Input zu seine Probleme. Somit hatten wir für Nice 2, weil Nice 2 das ja nicht hat, für DX-Trick benutzt. Wir konnten aber die Todeszone nicht einstellen, weil das Spiel, das sich gesagt hat, leck mich, da stimmen, da reagieren wir gar nicht erst drauf. Aber das kannst du mit DirectX Tweak machen. Glückwunsch, du bist. Ja, oder? Da reagiert aber ja die Todeszone nicht. Und ach so, okay. Da haben wir dann, was anderes benutzt und das ist irgendwie immer noch hinterlegt. Es hat ein XX-Input-Controller, kein Direct-Input-Controller eingebaut. Ich wundere, dass es überhaupt geht mit DirectX Tweak. Boah. Ja, das ist bitter. Aber die driften halt schon ab Werk, die Analogsticks von Microsoft. Das ist leider. Ja, das ist leider so. Ich will diesmal den da gleich fahren. Ich glaube, ich nehme ihn hier. Ja, da brauchst du, glaube ich, eine große Deadzone bei den 360-Controllern. Also relativ. Er will nochmal den V12 Vanquish fahren. Mal die Strecke? Jupp. Ja. Aber anders richtungstechnisch. Jetzt wieder zurückfahren.
Genau, von alleine kommst du nicht wieder zurück. Zwischendurch hat sich irgendwie noch die Geometrie gespiegelt, aber hey. Ah, das liebe ich ja am meisten. Mit der einen Karre hin, mit der anderen Karre zurück, sagst du, ja? Jop. Ah, das heißt, noch im Tunnel die Wand poliert, weil ich lesen musste, was Tomete schreibt. Ja. Yeah. Muss der eigentlich, verdammt nochmal? Im Urlaub. Oder auf dem Weg dahin, meinte er zumindest. Irgendwer ist gerade fett abgebogen. Entweder war das Goof oder. Das war bestimmt Goofy. Kann nur Goof gewesen sein. Oh, das Schild, das ist ein Goof. Oh, scheiße, war das knapp. Ja, ich durfte mich. Ah, ich bin ausstehen geblieben. Ich durfte mich resetten. Ah, du konntest auch Rückwärtsgang einlegen und ausparken. Jo. Aber in der Tat ist da resetten schneller, ja. Mir hängt so eine Pete im Nacken. Tja. Ich hab noch die Kurve gekriegt. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass du jetzt außen lang fährst. Außen lang fahr Pete. Was für einen Namen kriegt er eigentlich noch? Nee, heute halt nicht. So. Der ist doch vorhin außen lang gefahren. Der weiß doch so, dachte ich. Nein. Der hat zu viele Namen. Heute nicht. Na gut. Umwege Pete. Heute bin ich der HP2 Pete. Jetzt kommt der Wuschdiemen. Ist der Wuschpiet. Der Wuschpiet. Der Wuschpiet. Ich muss ja auch Wusch machen. Das ist schon scheiße, dass das keinen Wusch macht. So. Ja, das ist ich habe ja Dennis gesagt, er soll für seine Videos das immer rein editieren. Echt? Wo ist denn das jetzt hier? Nichts gehört von Wusch. Also ich finde schon, dass das jemand fixen sollte. Er muss den nicht im Spiel fixen, Fall. Wenigstens im Video. PSCG, das muss sofort gefixt werden. Bau diesen Sound mit dem Busch ein, ja. Er denkt sich nur, was willst du von mir? That would be dream. Es wäre echt, also es wäre schon... Damit der Wuschbusch auch Wusch macht. Eine massive Qualitätssteigerung dieses Spiels. Er fügt einfach mal komplett neue Sounds ins Spiel rein oder so. Hat er ja schon in High Stakes. Hat der schon. High Stakes hat den Wusch-Sound ja, nur dieses Spiel. Weg, Demon! Weg, weg, weg! Boah, war das knapp! Wie? Das hat aber auch einen Namenswitch in kurzen Sekunden gegeben. Also auf meinem Bildschirm war ich vorher. Nochmal so, gut vorne. Race. Besser aus der letzten Kurve rausgekommen. Auf meinem Bildschirm war ich noch vorne. Ja, wovon träumst du denn nachts? Also es sah nach einer 100 Sekunde Unterschied aus von hinten, von dritter Platz. Vielleicht sind wir gleichzeitig durchgefahren. Nope. Du hast gewonnen! Jetzt bin ich mal gespannt. Na, ah, 200. 200. Alter. Selbe das Geschwindigkeit. Das bringt mich gut weiter in der Meisterschaft. Ich war bestimmt schneller, das hättet ihr durch Ping nicht richtig messen können. Ja. Naja. Oh Mann. Zwei weiter. Oh nein, totale Scheiße. Auf der Strecke. Nee, den will ich nicht fahren. Darf ich, Wo ist das hier? Tropical Trail? Den da fahren. Ah, das ist doch der Strip, ne? Scheiße. Der, wie heißt's? Dings. Kein Circuit, sondern, Drag. Point oder? To Point. Point to Point, ja. Sprint. Sprint, genau, Sprint. Ja. Das wäre aber ein ganz schön ausgedehnter Drag, du. Meine Fresse. Ja. Ja, die Metapher ist da, die Metapher ist da. Die Neuronen. Gute geht, glaube ich, ist nicht kaputt gegangen. Ah, TS50. Why? Random Orc Customs. Das war nicht Random Orc, das war Jonas. Der nutzt doch schon lange keinen Random Orc mehr. Nee, Quatsch, das war nicht Jonas. Doch, Jonas war es, genau. Der Generator ist ja von Jonas, genau. Ja, aber. Das ist also Jonas.org. Ja, wo kommt die Random-Zahl her? Ich dachte, das ist nicht Random Orc, nicht mehr? Nee, ist schon lange nicht mehr. Das ist, das Tool ist von Jonas.
Ich hab in die Kurve reingedriftet. Toll! Damit habe ich Geschwindigkeit verloren. Ja! Also wenn, dann musst du Jonathan für die Runde. Echt jetzt, Jonathan, wenn der sich hierher trauen würde. Er ist auch dafür verantwortlich, dass du Texas weit rückwärts fahren musstest. Ob ich ihm das verzeihen kann. Nein, aua. Ach, drifte doch nicht immer so viel, Karre. Ah, ich bin auf der Rutschen gewesen. Hab ich kurz vor Demon gedriftet, aber dann halt eben, ja. Ja, warst du zu schnell rein. Nö, ich war da schon längst am Driften, also. So hätte ich das auch machen können, hätte aber nicht genauso geendet wie bei dir. Das ist halt totale Scheiße Auto. Wenn ihr ja, irgendwie Scheiße fahren halt alle. Auch. Irgendwie fahren halt alle totale Scheiße. Ja. Warum bist du jetzt im Gächter besser runtergekommen? Windschatten. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Need for Speed High Stakes. Oh Gott, ach du Scheiße. Ich gerne mal außen lang fahren können, Außenfahr-Demon. Ja, heute, jetzt bin ich. Außenfahr-Demon! Jetzt bin ich grad. Ich bin aber gerade auch der Außenfahr-Pete. Ach du Scheiße. Bist du der Blaue oder was? Ich bin der Dunkelblaue. Ah. Oh fuck, jetzt habe ich die zweite Shot gerade auch verpasst. Leicht gegen die Wand bekommen, ne? Das kannst du dir bei dem Auto ja nicht leisten. Dann will er ja in alle Richtungen fahren. Natürlich nicht. Weißt du, was Lackieren kostet? 2000. Ist nicht egal, in welcher Farbe der in der Schrottpresse landet. Schön Salz in die Wunde. Mann, ey, jetzt habe ich es aber richtig verschissen. Ersten Shortcut verpasst und dann noch den zweiten Shortcut, der im ersten Außenfahrbereich ist. Also die Chance wieder zurückzukommen sozusagen. Mann, ey, heftig, wie man da zurückfällt. Das Auto, ey. Ach, ich hab ja auch den Eingang komplett verpasst. Ah, fuck. Kein Shortcut. Nee, hier nicht. Wie nennt ihr den Selbstmord-Shortcut? Ja. Ja. Also Demon. Ist aber gar nicht trifft's. Gestorben. Aber trifft's ziemlich genau eigentlich. Hier sieht die Strecke ganz besonders schön aus, finde ich. Ist so ein bisschen wie die letzte 90-Grad-Kurve in Country Woods in Need for Speed 4. Mit Snow, also mit Schnee. Ach gut, dass du uns sagst, was Snow heißt, danke. Sorry, ja, ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich schon wieder Englisch geredet habe. Dann wurde ich auf. Das waren so ein muss ich richtig stellen. Ja, schmerzhaft, schmerzhaft. Also drehen kann das Auto sich gut, da kannst du das jetzt nicht da kann man, sagen. Ja, das ist richtig. Grip das verlieren ist einer seiner Expertisen. Ja. Und Motor abgestorben beim fünften Gang, das kann auch sehr gut. Der fünfte Gang hört sich so scheiße an, ey. Ich frag mich, wie lang der übersetzt ist, Alter. Da kannst du auch 1000 erreichen mit. Ja. Also wenn einer schiebt zumindest, der Gang wird's hergeben. Gar nicht so unrealistisch. Ja gut, schon, aber also die meisten Corvettes haben glaube ich im Sechsgang immer so, dass das Getriebe theoretisch so an die 400 km/h erreicht, also komplett übertrieben. Naja, das ist halt zum Sprit sparen. Wenn du sie ordentlich tunst, ne? Wo halt EA echt einen Scheiß drauf gegeben hat, so. Der sechste Gang ist so kurz in Need for Speed 3 und 4. Und komischerweise haben sie in Need for Speed 1 alles richtig gemacht bei der Dodge Viper. In Need for Speed 1 haben sie das auch die Autodaten mit einem Automagazin
roten Track zusammen abgestimmt. Der Sprung gewesen, wenn es dann auch nicht gestimmt hätte. Oh Mann, hä? Der ist mega weit weg. Also ich weiß nur, dass die Dodge Viper ein ziemlich authentisches Getriebe hat in Need for Speed 1. Ich hab da mal ein Getriebe, also... Danke Hitbox der Palme! Die Autos sind... Oh, leck mich am Arsch! Die Autos in NFS 1 sind alle akkurat abgestimmt. Ja. Weil ja, dann verstehe ich deine Aussage nicht. Weil die, wie gesagt, EA, wie gesagt, mit dem... Automagazin Roten Track zusammengearbeitet hat, weiter. Um die Autodaten abzustimmen. Ja, ja, die hatten die Autos quasi in der Hand. So wie Need for Speed 2 halt. Die sind nicht selber gefahren und so wahrscheinlich. Hätte ich vielleicht doch manuell fahren sollen, trotz des beschissenen Getriebes, wenn ich bei dir 249 sehe. Hat das ja noch nicht verstanden. Naja, wenn es nicht weiß. Wo es steht ja oben drüber. K. Das ist ja schon vor 20 Minuten gesagt. Hätte ich das nicht gesehen. Ja, also genau, das meine ich halt. Du musst ihm wirklich erklären, dass oben drüber K Doppelpunkt Voxel VX 220 steht. Nein. Aber Steve will ja ein Mercedes. Ja, natürlich. Ja gut, Pete will immer will die Elise. Ich nehme auch. Ja, unbedingt. Am einfachsten auszuwählen. Oh Mann, jetzt habe ich bei den Sprintrennen echt mega viel Zeit verloren. Nix gut. Das ist nix gut, diese. Ja. Die Strecke, wo ich damals die Texturen gefunden habe und Dennis wollte sie. Weißt du noch? Mhm. Ich hatte ja fürs Let's Play einige und nur die hier gefielen dir. Oh, das war knapp. Die anderen fandest du ja damals nicht so toll. War ich echt kurz im vierten, war glaube ich Blödsinn. Wie? Ich war im vierten Gang bei dem Backup-Teil und ich glaube, das war eher Blödsinn. Ja, was denn sonst? Was denn sonst? Ja, dritter. Dritter? Nee. Kann ich mir jetzt da gar nicht vorstellen. Ist doch viel zu low. Nein. Du meinst da im Backup-Teil, wo ich an euch allen vorbeigefahren bin, da war der dritte, den ich drin hatte, zu low? Argument. Das habe ich nicht mitbekommen. Also normalerweise schaltet es bei 180 Millisekunden, aber bei dem Teil war das mir dann doch sinnvoll. Naja. Geht das Vollgas? Mach's einfach Vollgas. Ja, gehen. Geht doch sehr smooth Vollgas. Ja, man weiß es halt nicht vorher. Ja, du fährst keine totale Scheiße mehr. Da geht ein bisschen näher ran. Kann aber sein, dass totale Scheiße da auch Vollgas rüberkommt. Der fährt so langsam. Ja, aber der fließt ja auch bei langsamer Geschwindigkeit schon ab. Ja, das ist echte Kunst. Ach, du meinst... Die Downforce ist ja anders pro Auto. Das auch, aber... Downforce, nee, Gewicht, Federn... Aber die Suspension von dem totale Scheiße ist jetzt nicht sonderlich gut, als würde man damit jetzt gerne Sprünge und sonst was mitmachen. Also eigentlich würde man mit dem auch nicht gerne fahren wollen. Ist ein gutes Auto zum Parken. Ja. Ist doch quasi mit eingebautem Diebstahlschutz, will keiner haben. Ja. Jo. Das ist auf dem Punkt.
Ja, nicht zuletzt natürlich auch deswegen, weil er nach 10 Jahren verrostet. Wirklich? Ich weiß nicht, das Ford war da meistens gut. Oh, ich weiß nicht, also wir haben einen, ich weiß nicht, 97 oder 96er Ford Fiesta, der ist sowas von verrottet. Okay. Der ist sowas von durch. Die linke Tür ist schon komplett, also du siehst es wirklich, wenn, ja, also kann man schon so sagen, der hat wirklich null Hohlraumversiegelung, null, garantiert. Ja, siehst du, oder er wurde ständig nur im Winter gefahren auf gesalzenen Straßen. Wurde regelmäßig mit Salz eingerieben. Ja, das weiß ich allerdings nicht. Aber es war ja so ein typischer Zeitraum. Zum Beispiel mein Golf, ich habe einen Golf 3, der ist 97 und der hat auch keine Hohlraumversiegelung, also. Obwohl bei den T50 halt. Frage ich mich, ob es da überhaupt irgendwelche Hohlräume gibt. Ich glaube, die haben das alles mit Blei ausgefüllt. Ja, guter Übergang, ja. Gut möglich. Hier, Demon, der Abstand muss größer sein, sonst wird das nichts mehr. Der ist viel zu groß, ja. Nein, bei den ganzen Crashes, die ich mache, hast du einen günstigen Vorsprung rausgeholt und das sollte man jetzt irgendwie nicht verfahren. Aber die anderen kann man tatsächlich nur zu dritten fahren, sondern weil es nämlich da bergauf geht und der dann jetzt auch wieder so viel Speed verliert, ja. Aber wie merke ich mir denn das jetzt der wieder? Der Sieger! Das kann ich mir doch nicht merken. Das habe ich doch bis zum nächsten Mal eh wieder vergessen. Ja, bis diese Kombination zum nächsten Mal drankommt auf jeden Fall. Ja, eben. Zerschlägt er seine Wohnung? Keine Ahnung, der ist aber gerade erstmal abwesend. Also müssen wir erstmal warten. Hat er gesagt, ja. Fast. So. Ja, wir müssen sowieso gerade warten, weil irgendwie hat sich das Tool gerade kurz weggehangen. Das RSM. Das Auto-Auswahl-Dingsi. Ach so, vom Server. Ah. Ich hoffe, jemand hat ihm auch geschrieben, dass er erstmal warten soll. Ja, ist ja egal. Hauptsache, also, einer darf halt nicht wählen. Alle anderen können wählen, ist egal. Ich probiere nochmal spaßeshalber, ob ich raustappen kann. HP2 oh. Hat den Server verlassen. So eine Scheiße. Ich probiere nochmal zum Spaß, ob ich den Server verlassen. Tja. Was kann man da machen? Windows 10 installieren. Das ist aber nicht der richtige, oder? Rechts hätte der Porsche. Ja, stimmt. Ja, stimmt, ist der falsche. Jetzt ist schon wieder. Jetzt wird ein Auto angezeigt, aber es ist das Auto von gerade. Ja. Das hätte der Porsche sein sollen, laut der Liste. Und Strecke stimmt doch auch nicht. Sogar die Strecke stimmt. Stimmt, Strecke stimmt auch nicht. Das Tool hat mal gerade überhaupt nicht gearbeitet. Ah, schick mal. Auch nicht sees Outlays, same car. Aber ist doch gut, ich meine, hat er wenigstens Strecke und Autostimmen passen zusammen. I was going to say, this is worst Need for Speed Online Games, sagt dabei an. Just spun out after landing, this is not fun, stupid game. Geht gleich weiter, ich muss mich kurz auf meinem Server einloggen. Das sagen sie alle. Was machen wir denn jetzt hier? Passwort Warte. Rammstein. Was? Das ist letzte Rennen jetzt, ne? Oder welches? Ja. Okay, dann lösche ich die alle raus. Ich glaube, ihm passt das gar nicht, dass es A, 8 Runden waren und B, wir alle eine und dieselbe Karre fahren. Ich glaube, das fuckt ihn gerade komplett ab. Ja, der tut immer so ragen. Aber es ist nichts Besonderes. Aber ich könnte nochmal Alt-Enter probieren. Oh, scheiße. Alles gut. Oh, was ist jetzt los? So. Hat er die Strecke gewechselt bei euch? Ja, aber das ist... Gut, dann werde ich das jetzt nochmal tun. Und dann sollte wir müssen Coastal Parklands haben.
So, jetzt sollte es hinhauen. Oder ist nicht nee, Coastal... Tropical Park. Tropical ja, genau. Parklands. Coastal Train oder Trail. Ja, genau. jetzt sieht es passend aus. Ein Wanderpfad. Und ein Porsche. Wer ist denn jetzt eigentlich, wer muss eigentlich noch auswählen? Ja, alle, oder? Keine Ahnung, ja. Läuft schon der Zahl. Okay. Ja, ja, nee, wir sind gerade erst drauf. Demon, zu früh. Ist nicht oder? Zu früh. Jetzt alles gut. Na, ja, alles chillig. Ja, ja, okay, okay. Rum. Ich gehe mal von einfach aus, dass ihm das stört, dass wir. Dass es mal einfach lange Rundenzahlen gibt, geschweige denn, ob das so gesagt. Also jeder hat dieselbe Karre fährt. Er hat sich nicht gewundert, dass wir so viel schneller waren als er. Ja. Er denkt, er hat ein anderes Auto gehabt. Normale Härte. Wenn er echt zum ersten Mal oder noch nicht so häufig online gespielt hat, dann denkt man das schnell mal. Ja, hat er seine Rechnung nicht mit dem TRR-Clan geschrieben. Ja, das wird ein paar Leute davon. Das wird eine Wand werden! Ah! Ja, die Wand berührt, alle haben mich überholt. Aber ich finde eigentlich, dass er so... ziemlich gut mitfährt fürs erste Mal. Ziemlich gut, also... das ist ja... also das ist eigentlich besser als ich, also wenn man ja, das jetzt mal genau nimmt. So halt ziemlich in der Mitte, also ziemlich in der Mitte oder keine Ahnung, wie soll ich sagen. Ich muss schon aufpassen. Guck mal, der kennt auch den Shortcut und so. Oh fuck. Den oh fuck Shortcut? Ja, ja genau. Den. Genau. Den kapiere ich sowieso nie, den nehme ich nie. Da mich hat's gerade übel. Gefoltert ist der Fachausdruck. Den ja. Kapiere ich sowieso nie, deswegen habe ich diese Stelle da noch nie genommen. Einfach mit Schwung in die Wand rein. Also eher mit wenig Schwung. Aber ja, das war der Plan. Rein. Ich dachte das mit Vollgas. Ja, ja, mit Vollgas, richtigen aber halt eben in einem Schwung sanften rein. Winkel. Yes! Mit Vollgas ist richtig, aber du musst halt den Winkel klein halten, jo. Damit du dich nicht vielleicht war der nicht ganz optimal, ja. Und dann kannst du fast immer auch gleich runterschalten im Moment, hängt ein bisschen vom Auto ab, aber im Wesentlichen... Nein, nicht die Wand! Ah! Ja, im Moment bin ich im fünften Gang auf dem fünften Platz, das passt gut. Dann müsste ich am ersten fahren. Ja! Theoretisch. Ich darf dann erst hochschalten, wenn ich überholt werde. Ja. Das ist immer eine doch, lustige Regel. Wer dann gewinnt, das könnte echt interessante Rennen sein. Oh, das ist ja echt voll die geile Idee eigentlich. Aber gut, es gleicht sich aus, weil wenn man als Fünfter im fünften Gang fährt, na gut, das ist schon ziemlich... ist egal, du bist trotzdem schneller als einer, der im ersten Gang fährt. Ja, Tatsache, ja. Och, come on. Was ist denn das für ja. eine Scheiße, ey? Das wäre mal oh, also diese Crashes bringen mich echt um. Ja, hier apropos, ich habe ja gedacht, dass mein Winkel stimmt, aber ich hat's einfach voll überschlagen, also Längsachse, also nach links halt. Hatte ich noch nie gehabt in der Kurve da. Oh, jetzt ist die wieder irgendwo. Er ist irgendwo. Also nach dem Rennen, also wenn das so ausgeht, bist du vorne. Also ich meine im Gesamtranking. Das sind mir noch zu viele Runden über. Na, vier. Hälfte ist quasi rum. Der Abstand ist riesig. Naja, wenigstens meine Schuld. Abgesehen von der ersten Invisible Wall. Aber danach ist meine Schuld. Ich bin jetzt bei... Wusch. Wenn er schon nicht rein editieren will, ne? Jo. Wusch. Faul ist. Man müsste eine Petition starten. Fixte Wuschbuschen. Ja. Und Hotpass 2. Schick das EA mal genauer. Ins EA-Forum.
dann Request für HP2-Patch, der Wusch-Sound fehlt. Als würden die noch irgendwas an diesem Game hier machen. Das soll jetzt nicht sogar die nächsten, in den nächsten Tagen noch neu liefern? Ja, die würden den Custom-Online-Multiplayer sperren. Das würden die machen. Können sie doch nicht. Aber wirklich. Achso, mit dem neuen Patch, ja. Kommt nicht jetzt die Tage das nächsten, in den nächsten Tagen das neue Need for Speed raus? Oder ist, oder irgendwie sowas. Need for Speed Unbound? Ach, das Hip-Hop-Spiel. Need for Speed. Das Hip-Hop-Spiel? Oh Mann. Das soll ein Hip-Hop-Soundtrack haben. Oh, das geht ja gar nicht. Ja, eben. Ah, gut, das war es ja auch mehr oder weniger in Most Wanted, also im Menü. Ja, aber wenn ich das höre. Mit gut 2? Wenn ich aber Hip-Hop-Soundtrack höre, dann wird da wahrscheinlich alles Hip-Hop sein. Ja, die Grafik sieht so bunt aus. Ach so, das wurde offiziell announced. Naja, nicht als Hip-Hop wahrscheinlich. Ich meine, nicht als Hip-Hop-Spiel zumindest. Ja, aber Hip-Hop-Soundtrack klingt schon gefährlich, also. Hip-Hop-Soundtrack, ja. Das klingt schon beängstigend. Jo. Naja. Die neuen Spiele sind ja nichts für mich. Nein. Also ich kaufe mir erst ein neues, wenn eins rauskommt mit Volksmusik-Soundtrack. Ich hab mich erstmal verdreht. Scheiße. So, weißt du, in unserem Hauptmenü, ich finde es ja ziemlich geil in Most Wanted. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen als Rennmusik. Da muss einfach ein bisschen Drum and Bass oder so. Ich so die Kurve mal, ey. Oldschool Rock, so. Alter, wie du rangekommen bist, ist crazy. Ja, ich muss halt irgendwie noch. Ich hätte so schön Zeit aufholen können im Idealfall. Jetzt muss ich darum kämpfen, dass ich keine verliere. Jetzt hör auf, vor meinem Gesicht rumzufliegen, du scheiß Rundzeit müssen das schon wieder inne, wenn du schon wieder so dicht bist, nach so einem Crash. Oder bist du so, dass du überlebst, diese Tage? Ja, diese Fliegen, die entstehen einfach irgendwo. Ja, mir geht seit Tagen eine scheiß Fruchtfliege für euch auf den Sack. Nee. Wenn du eine siehst, dann sind es in Wirklichkeit 10, die sich abwechseln. Das ist, Alter, ich hab irgendwann mal vom Urlaub so eine Packung, wie heißen diese Dinger, diese Pfirsiche, die plattgedrückten, also die per Design plattgedrückten, ist egal, irgendwelches Obst liegen lassen, vorm Urlaub, ja, in einer offenen Packung. Was natürlich komplett verrottet war, als ich zurückkam. Und die komplette Wohnung war voller Fruchtfliegen. Ich bin da stundenlang mit dem Staubsauger rumgelaufen und hab die Luft leer gesaugt. Oh, das kenne ich. Ja, das kenne ich. Also du saugst halt eben alles auf und eine halbe Stunde später ist wieder halt alles voll. Weil dann irgendwo saßen halt welche, die nicht erwischt hast. Also irgendwo überall saßen welche. Alter, das müssen Hunderte, also eher Tausende gewesen sein. Das war echt unglaublich. Ja, das ist echt. Okay, spannend. Never ending story, das kenne ich. Och, was zum... Okay, die Strecke läuft für mich überhaupt nicht gut. Die Strecke ist schon und läuft bei mir überhaupt nicht perfekt. Ich habe jetzt gerade random eine Wand ungewollt berührt und mich erst mal zweimal gedreht. Ja, die Wand foltert sich auch an ungewöhnlichen Orten. Das habe ich noch nicht geschafft. Nerv jetzt nicht, Flieger. Nicht bei der letzten Strecke, ey. Einfach Mund aufmachen und hastig einatmen, dann ist sie weg. Ja. Schweben einem ja gerne mal so vom Mund rum. Ja, das ist nur die ganze Zeit nervt sie nicht, aber jetzt die letzte Strecke fliegt sie die ganze Zeit hier um mit dem Mikrofon, in meinem Gesicht rum. Fuck, mich echt, wie das geht, dass du noch 5 Fest. Vielleicht wurde die bezahlt. Ich fühle mir noch viel gegenüber dir. Oh, kaum komme ich ran. Ah, egal. Ich mach dir keine Sorgen, Demon, ich regel das schon. Aber erschreckend, deine Performance schon nicht immer. Nicht machen würde ich diese Crashes. Ich meine, so ein Crash, mir kommt einfach mal wieder ran. Was für ein dicken Crash. Ah, Mann! Aber der Nachteil ist halt eben, dass man dann häufiger mal crasht. Was mache ich denn der Folterabgriffen so verkehrt, dass du da so lang kommst? Ja, du folterst dich nicht genug.
Oh, jetzt wow. Ist der immer noch da vorne. Boah, Kirsche, du bist immer noch Zweiter. Ja, ich hab gleich nochmal. Ich war war eigentlich schon wieder dran, noch einen Fehler gemacht, nicht so schlimm wie der erste, aber dann halt wieder gründlicher Abstand. Ah, kacke. Und jetzt kriege ich ihn nicht mal mehr. Weil im Jahr verliere ich nicht so viel Zeit. Aber in der Summe habe ich jetzt irgendwie 8 Sekunden oder so verloren über den Renntag. Boah. Das wäre ja. Das war ja ein Traum. Ja, Demon ist jetzt vorne. Wie viele sind da eigentlich noch? Ist das der vierte oder der dritte? Vierte, ne? Demon, weißt du das? Wie viele Wochenende? Das vierte. Von 5, ne? Ja. Können wir nicht von 6 machen? Naja, im Idealfall habe ich nächste Woche nicht wieder den ganzen Tag damit zu tun, meinen Rechner einzurichten. Oh, also ich hoffe echt, dass du das geregelt kriegst. Obwohl es ja eher daran liegt, dass ich dauernd crashe. Das ist ja nicht, dass ich... ja. Oh mein Gott, war das ein Hardcore. Also ich hoffe mal, dass das kein Dauerproblem bleibt da bei dir. Naja, jetzt mit dem alten Grafikkartentreiber sollte es ja wieder, hoffe ich mal, gehen. Also jetzt hat das Spiel ja auch keinen Ärger gemacht. Ach so, ja gut. Hat noch keinen Absturz seitdem. Wundert mich aber auch, dass du da die Probleme hast mit dem neuesten. Ja, da waren aber echt mehrere Sachen. Der Videoplayer hat nicht richtig funktioniert. Das Bild war einfach so grau. Also kaum, also wenn ich ein Video aufmache und ins Vollbild gehe, graut das Bild aus. Es wird nicht komplett grau, aber fast. Ne? Also fast keine Farbe mehr drin, nur noch Helligkeit. Das war halt nicht nur das Spiel, es waren irgendwie andere Sachen auch noch, die rumgesponnen haben. Ich habe, wie gesagt, gut, aber muss dazu sagen, ich habe hier eine Nvidia-Karte drin. Ich habe den Treiber heute mal aktualisiert und bei mir ist alles chillig. Wobei ist aber auch der empfohlen, also der neueste ist nicht der empfohlene, der wird echt als optional genannt und den ich jetzt habe, ist halt der empfohlene. Vielleicht gibt es halt einen Grund für, dass der nicht empfohlen wird. Action Cam, wovon redet Tomete? Du hast keine Action Cam in Online Chillen. Jupp. Oh, was habe ich denn jetzt? Na gut, 6 Sekunden habe ich bisher weiter verloren, laut meiner Schätzung. Und hier jetzt nochmal. 1, Alter. Boah. Oh, nur eine Sekunde. Dann habe ich 7 Sekunden über den Tag verloren. Diese Rundenzeiten von dir, ich verstehe sie nicht. Was für Scheiße. Ja, ich kompensiere das mit den Crashes. Das ist auch die einzige. Ja. Der einzige Hoffnungsträger bei dir. Wir sind durch, wa? Ja.